Ja, moin moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Skyrim. Oh yeah. Ich habe gerade hier gesehen, hier ist noch ein. Wo führt mich das hin? Ach ja. Ah, wir waren gerade bei der Flucht. Ich dachte, wir wären schon ein Stück weiter gewesen. Ah, nee, okay. Gut, Ich sage, ihr habt euch eine frühe Begnadigung verdient. Gehen wir. ich bin bereit. In den Tunnel. Los. Dann los. Ich glaube, ich wollte zuerst alleine gehen, aber ich nehme die einfach mal mit. Scheiß drauf. So. Markart Ruin. Dann bin ich mal gespannt, ja. Wo es hier jetzt hingeht, wir haben keinerlei Waffen. Das ist ein kleines Problem. Aber naja, ach, ich erinnere mich gerade. Kleinen Moment, ich muss mal kurz synchronisieren. Sorry, vielleicht habe ich das ausgeschnitten, ich weiß es nicht. Aber ich musste synchronisieren, damit meine Stimme synchron zum Gameplay passt. Das mache ich normalerweise immer am Anfang, aber ich habe es heute mal vergessen und deswegen. Ja, shit happens. So, folgen wir mal erstmal den Leuten hier. Vielleicht kann ich sie sogar beklauen zwischendurch. Schlüssel vom Bar, cool. Ach, der hat einen Schlüssel? Okay. Ah, nee, das war die Schlüssel zu seiner Zelle. Ah, okay, ich verstehe. So, ich hatte ja schon letztes Mal, sagen wir mal so, erwähnt, dass ich ein bisschen erkältet bin. Was war das? Oh. Schnappt ihn euch! Wer kommt da? Eine Spinne. Oh, ich will mitmachen. Leider. Jawohl. Oh, und zwar ist das jetzt 2 Wochen her, seitdem ich erkältet war. Ich habe jetzt noch ein bisschen Husten und nebenbei, verdammt, habe ich vergessen, meine Stoppuhr anzuschalten. Habe ich meine Stoppuhr an. Und auch noch eine Spinne. Und notiere, wann, falls ich mal huste oder so, damit das nicht hier mit drin ist. So, das hätte ich mal vorher schon machen sollen. Also ich habe schon viele Fehler gemacht. Wahrscheinlich sind viele Störgeräusche in meinem Let's Play drin. Weil ich das nie mit dieser Stoppuhr gemacht habe. Aber jetzt mache ich's. Ja, jetzt geht's richtig ab. Das heißt, ich werde alles rausschneiden können, was hier so passiert. Egal, was passiert. Ich schneid's raus. Mädels. Mädels. Achso, ich komme auch so durch. Wo sind wir hier? Aber mittlerweile ist meine Stimme wieder da. Ich hatte letzte Woche hatte ich noch Thief aufgenommen mit meiner kaputten Stimme. Was überhaupt. Achso. Was nicht gerade sehr leicht war. Weil ich ungefähr alle 3 Minuten gehustet habe und genießt habe und meine Nase putzen musste, das war so kacke. Zum Glück hatte ich Skyrim ordentlich aufgenommen, sodass ich nicht mehr so viel aufnehmen musste. So, das nehmen wir natürlich mit. Was hier noch irgendwo uns weiter? Nee. Und somit habe ich quasi eine verkackte Runde Thief gespielt und konnte Skyrim halt hinterher hängen lassen. Ich habe gebracht, wonach ihr gefragt habt. Oh, hallo. Gut gemacht. Macht euch bereit, während ich mich kurz mit unserem Lieblingsfremdling unterhalte. Ich habe Kai alles zurückholen lassen, was euch die Nord gestohlen haben. Ihr macht euch besser bereit, bevor wir in die Stadt ausbrechen. Und nehmt das hier. Darauf ruht der Segen uralter Magie. Etwas, um euch an mich zu erinnern. Oh, habt Dank, Malach. Oder Malanach. Wie geht das jetzt alles weiter? Jetzt? Ich lasse ganz Markart wissen, dass ich zurückgekehrt bin. Keine Sorge wegen eures Namens. Nach dem heutigen Tage werden sie wissen, wem sie die Schuld geben und wen sie fürchten müssen. Es wird Jahre dauern, aber ich werde die Abgeschworenen neu organisieren. Wir werden unser Land zurückfordern und wenn wir wieder an der Macht sind, werden wir Frieden haben. Ein Königreich. Bis dahin lasst mich eine Warnung aussprechen. Nehmt euch vor den Abgeschworenen in Acht. Kein Ort in Reach ist jetzt mehr vor uns sicher. Habe ich es jetzt schlimmer gemacht? Hoppla. Vielleicht hätte ich sie alle umbringen sollen. Oh, ich trage zu viel. So, was haben wir denn hier alles so dabei? Ja. Kann weg. Holzachs, ja, kann weg. Scheiß drauf. Oh. Jagdbogen der Seelen. Ach so, ja, stimmt ja. Müssen wir alles mal ablegen. Aber gehen wir mal weiter. Wieso habe ich 2 Spitzhacken dabei?
Was haben wir hier noch, was wir überhaupt nicht so brauchen? Bekleidung. Okay, da ist überhaupt gar nichts drauf. Das können wir wegwerfen. Da haben wir was drauf. Das Fußlappen können wir wegwerfen, ganz ehrlich. Genauso wie Tonika. Also, was soll denn das? Was schleppe ich so einen Scheiß mit mir mit? Ach ja, ich trag's ja. Hoho. Oder ich hab's getragen. Nachtigallenrüstung habe ich die getragen. Steigert die Ausdauer um 20 Punkte, steigert die Frostresistenz um 15 Punkte. Ich glaube, ich habe es getragen wegen der Rüstung. 41 Rüstung. Was habe ich denn noch, was ich hier wegwerfen kann, ey? Was war das? Habt ihr die... Habt ihr diesen kleinen Glitch gesehen? Oh, das gibt's doch gar nicht. Jetzt bin ich nicht mal hier vor diesen Scheiße da, vor dieser Scheiße bewahrt. Aber wo zur Hölle... Hä, wo ist der Rest? Ich hatte doch noch Handschuhe. Ach, Bogen. Da sind sie doch. Also, was fehlt mir noch? Meine Kopfbedeckung, ne? Was ist mit meiner Kopfbedeckung los? War das sie? Jawohl. Und mein Ring. Genau, das war der. So, das war's eigentlich, ne? Ich trage aber immer noch zu viel. Habe ich Essen dabei? Wieso habe ich Bier dabei? Was kann noch weg? Nordmed. Okay, den Rest behalten wir mal. Denn, wir werden jetzt uns mal aufmachen. Aber erstmal gehen wir hier raus. Ich weiß nicht, vielleicht passiert gleich noch was. Wir werden uns gleich mal aufmachen, Leni wieder zu finden. Ja. Und ich habe so eine Befürchtung. Ich habe eine Ahnung, wo sie sein könnte. Haben wir nämlich ein paar Folgen reingezogen von mir, und zwar die letzten 20, um genau zu sagen, bevor wir Leni verloren haben. Na gut, nicht 20, ich glaube 10. Wir wollen es ja nicht übertreiben. Ich habe auf jeden Fall ein paar angeguckt. Vielleicht waren es auch nur zwei. Letzten Endes habe ich sie doch gefunden bei uns im Haus. Und da muss sie eigentlich stecken. Madenach, ihr glaubt, ihr könnt meinem Gefängnis entkommen? Ihr werdet für das büßen. Was ihr meiner Familie angetan habt. Was habe ich hier noch? Nachtsicht. Heilen, ja. Eurer Familie? Ihr habt Reach lange genug mit eurem besudelten Silber vergiftet, Tona. Ihr hättet nie. Ach, ich muss gar nicht mitkämpfen, ne? Der ist doch wahnsinnig, ey. Huch, nein. Erstmal nehme ich seinen Loot mit. So, so. Das Ring der flinken Finger. Die Erfolgschance eines Taschendiebstahls wird zum 15%. Oh, ho, ho. Wieso hat er so einen Scheiß dabei? Bekleidung. Stiefel, Silberring, bewusster Ring. Bögen, ja. Oh ja, wieso kann ich eigentlich keine zwei Ringe tragen? Ich habe ja wohl mehr als einen Finger. Ich töte euch ein Auto und sterbe. Achso, das ist nur eine Wache. Laufen die jetzt hier durch die Gegend und metzeln alles nieder, oder was? Scheint so. Gott, was habe ich angestellt? Naja, wir laufen jetzt durch die Gegend und... Oh, Dwemer-Museum. Sammeln die Überreste ein. Oh. Das ist jetzt nicht gut, dass die Ideen umgebracht haben. Was bringt ihn denn alles und jeden um? Oh, die Wachen gewinnen allmählich. Ne, das ist eine Wache, die da unten liegt, ne? Okay, die Wachen verlieren übelst. Ich gucke jetzt hier jede einzelne Wache durch, weil es sein kann, dass einer von denen noch mein Gold hat. Und ihr dachtet, ich Nein, hier ist auch nichts. Mein hübsches Gesicht. So, einige sind ja auch hier hochgelaufen, ne? Stadtwache, Alter. Hier liegen nur Stadtwachen. Was ist mit den Abgeschworenen? Können doch nicht alle überleben. Mal sehen, wo hier überall noch Leichen liegen, ey. Oh. Oder wenigstens sind die Dorfbewohner geschützt. Vorsichtig! Ach komm, die schaffst du ja wohl, ne?
Nicht ein einziger schafft die. Warst du nicht der Begleiter? Ja. Das werde ich. Wenigstens fällt er nur in Ohnmacht. Ich gehe jetzt mal hier aus der Stadt raus, weil ich nicht will, dass die eine wichtige Person noch umbringen. Genug. Wie zum Beispiel den da. So, schnell raus hier. Überall liegen tote Wachen. Oh Gott, was habe ich getan? So, wir werden jetzt Leni suchen, beziehungsweise ich weiß ja, wo sie ist. Ich habe die letzten Folgen angeguckt und bin zum Schluss gekommen, dass sie in unserem Haus stecken müsste. Hinter der Tür. Ich weiß nicht, ob ich sie beim letzten Mal einfach nur übersehen habe oder ob sie nicht da war. Wir werden es jetzt sehen. Ich werde auf jeden Fall überrascht sein. Wieso hat er da so einen fetten Zaun oben drauf? Na egal. Wieso ist hier noch die Musik? Naja, Karte. Können wir auch zu Hause gleich noch ein paar Sachen ablegen und dann passt das schon. Wo haben wir das? Wo haben wir das? Da ist unser Haus, ne? Haus Seeblick? Ja, Haus Seeblick. Schön, brav. So, wenn ich mich nicht recht täusche, müsste sie jetzt im zweiten Zimmer hinter der Tür sein. Soweit ich weiß. Ich hoffe es jedenfalls. Ich will Leni wieder zurückhaben. Es ist nicht dasselbe ohne sie. Ich fail nicht so oft wie sie. Wobei, man muss schon sagen, wenn ich Leni dabei habe, darf ich nicht mehr so offensiv Taschendiebstahl begehen. Denn wenn ich das mache, wird sie wahrscheinlich alle umbringen. Also sämtliche Leute der Stadt. Denke ich mal. So, Leni. Ich komme nochmal hier. Nicht, dass sie hier irgendwo doof rumsteht und für mich arbeitet oder so. Na gut. An unserem Haus müssen wir natürlich auch weiterarbeiten, aber das werde ich immer schön an die letzten Folgen der Staffel binden, sodass wir die letzten 5 bis 10 Folgen am Haus basteln. Das wird so die Tradition jetzt. Die Tradition wird es. Also alle 3 Monate einmal kurz am Haus basteln. So. Hier stand sie. Verdammt. Jetzt muss ich überlegen. Ich habe einen Keller. Wusste ich gar nicht. Was ist... Ich meine, wir waren ja an Azuras Schrein. Wo sie normalerweise ist, wenn sie nirgendwo ist. Ist alles leer. Und, kann es sein, dass wir das letzte Mal, als wir bei Azuras Schrein gewesen waren, ihr einfach nur zuvor gekommen sind? Quasi, dass sie auf dem Weg zu Azuras Schrein war, wir aber quasi durch die... schnelle Teleportation quasi eine Abkürzung genommen haben. Kann das sein? Ich hoffe mal. Ich hoffe es. Ich hoffe es. Wir gucken jetzt nochmal bei Uzura Schrein nach, weil es kann nicht sein, dass Leni plötzlich verschwunden ist, weil ich weiß zu 100% dass ich sie da zuletzt gelassen habe. Ich habe mir extra die Folge, alle Folgen angeguckt, wo Leni noch da war. Ich habe sie mir alle durchgeguckt, bis ich sie in meinem Haus habe stehen lassen. Fällt mir ein, ich wollte eigentlich ja meine Sachen abgeben. Aber Leni ist jetzt erstmal wichtiger. Ich will erstmal Leni zurückhaben. Und als ich sie habe stehen lassen, bin ich nicht zurückgekommen. Da, genau, wir haben sie stehen lassen, damit wir den Schmuck verkaufen können. Weil sie muss ja nicht unbedingt mitlaufen, dachte ich mir so. Achso, das habe ich dahin geworfen, ne? Wollte schon... Ich dachte schon, das ist ein Drache, das ist nur so ein jämmerlicher Vogel. So, Azuras Schrein. Zum Glück haben wir noch nicht so viele erkundet, sonst wäre das ein Problem, das jetzt zu finden. Da oben. Ich meine, was machen wir ohne Leni? Ich wollte sie doch behalten, auf ewig, bis ich sie aus Versehen umbringe. Aber so lange wollte ich sie behalten. Oh Mann. Ist das... Ist das Leni? Ist das Leni? Oh, ich muss hoch, ich muss hoch, ich muss hoch. Schnell, schnell, schnell. Oh ja. Nein! Leni! Ich will dich vorher erreichen. Da steht sie ja.